einer der leichtesten Wohnwagen, die zugelassen sind der Welt. So kann man sagen, Elektroautofahrer, ja, die lieben solche leichten Wohnwagen und die gibt es in Königswinter am Ölberg. Und der heißt wirklich Ölberg, euer Berg. Ja, unser Berg heißt Ölberg und der befindet sich im Siebengebirge. Ist der höchste Berg vom Siebengebirge. Ja, du bist der bekannteste Mann auf meinem Kanal. Du bist Janosch. Wir haben das erfolgreichste Video aller Zeiten gedreht mit einer Aufbaukabine und einem Pickup. Ihr kommt aus Königswinter. Das ist dein Chef, der Christoph. Er ist mein lieber Chef. Der Christoph, wir haben uns ja lieb. Ja. So ein Schleimer. Das ist wirklich, aber ihr, ich sag mal so, ihr verkauft Camping und der Carpento ist wirklich ganz toll angekommen. Ja, genau. Dieses Fahrzeug ist sehr leicht. Was wiegt der ungefähr? Der 680 Kilo. Ja. Der ist innen riesig, der hat Stockbetten. Ja, genau. Also es ist ein richtiger Familienwohnhaus. Das ist genau das Richtige. So, du hast mal reingeschaut, das Ding wird gebaut in der Türkei in einer hohen handwerklichen Qualität. Das ist Handarbeit. Das ist absolute Handarbeit. Kann man das in Deutschland bezahlen? Nein. Was alles wirklich von Schreinern gemacht. Also keine Serienfertigung. Du bist Camper, du liebst Frankreich. Oui. So, und das Ganze ist nett gefertigt. Du schaust da oben raus. Du bist wer? Die Simone. Ich hoffe, ihr kennt mich schon. Ich kenne es schon. Also wir wollen nicht im Video einbauen. Das ist wirklich eines der leichtesten Wohnwagen, ich sag mal, auf der Länge, was ganz wichtig ist. Denn je leichter, je stromlinienförmiger so ein Wohnwagen ist, desto weniger Verbrauch hat er auch bei Elektroautos. Und diese ganzen Elektroauto-Fans, die, ich sag mal, haben ja nichts anderes zu tun, als nicht besonders schnell zu fahren, sondern möglichst batterieeffizient. Du selbst bist Volvo-Händler. Ja. Du kennst es selber, oder? Das ist richtig. So, komm, wir gucken mal von hinten, denn das ist so ein bisschen die Schokoseite. Der hier geht jetzt vom Design. Man muss sagen, ihr habt andere Fahrzeuge, die noch viel auffälliger sind, ja, die wir auch gefilmt haben. Mach mal gerade die Tür zu, bitte, Janosch. Natürlich. So, und du bist mal gerade so lieb und holst mal gerade die Fahne weg, dass wir ihn mal komplett sehen. So, dann haben wir es nämlich ein bisschen besser. Das ist die Ansicht von hinten. Genau. Ist das das größte Modell, was ihr habt? Ja, das ist das größte. Das ist der 410er. Wobei natürlich, es gibt immer leichtere, das darf man nicht vergessen. Und deine Zuschauer werden jetzt auch direkt schreiben, aber ich kenne da einen leichteren. Aber es geht ja auch darum, der leichteste, einer der leichtesten Wohnwagen, wo du auch drin stehen kannst. Das ist wichtig. Also kein Faltwohnwagen oder kein irgendwas? Kein Liegewohnwagen, kein irgendwas, wo man sich reinlegt. Das ist ja jetzt auch modern im Bereich 750 Kilo zulässiges Gesamtgewicht. Guck mal, ich lese mal was vor. Seating Capacity 7 bis 8 Leute. Sleeping Capacity 5 bis 6 Leute können darin schlafen. Genau. Werden wir gleich mal vorführen. Und das funktioniert? Das funktioniert. Also, Alco-Chassis ist drunter, also kein Schrott, sondern ich sag mal der Marktführer neben Knott, oder? Ja. Ja, und das ist so. Ich sag mal, das ist ja Leichtbau pur, was wir hier jetzt haben. Wenn wir gleich reinkommen, das ist nichts von der Stange drin, oder? Nee, das ist alles handmade. Und das macht es auch, glaube ich, aus. Ja, also das, genau. Ansonsten ging es gar nicht, wenn du da Standardkomponenten nehmen würdest. Die Seitenwände, wie sind die gefertigt? Was ist das, Holz? GFK. GFK. Und XM-Schaum. Also richtig professionell. Ja, genau. Kann ich auch mal zeigen. Ja, zeig mal. So, das ist so, weil innen drin ist so viel Holz verbaut, dass man auf die Idee käme, das wäre so ähnlich gebaut wie die deutschen Wohnwagen, also Ständerwerk oder irgendwas. Nein, ist das extrem leicht, oder? Das ist extrem leicht, ja. Okay. Ist das stabil? Sehr stabil. Also die Außenhaut ist auch von unten ist er so gedämmt und auch sehr temperaturfreundlich. So, 410 Stehhöhe. Wir zeigen das mal gerade. Das ist der Janosch. Der Janosch ist jetzt nicht gerade der Größte. Deswegen haben wir ja noch den Christoph mitgenommen. Kommt mal beide rein. Ja. Und da können wir das mal sehen. Hier ist das Kind, Janosch. Zeig's mal grad. Das Kind hat noch sogar Kopffreiheit. Okay. Das Kind könnte sich auch mit 70 Kilo oben dahin legen. Kannst du es auch noch machen. Ja. Das ist eine Sitzgruppe / Bankbett. Das heißt, du hast also wirklich, die haben an alles gedacht und nochmal, wie viele Leute können hier schlafen? Fünf. Wahnsinn. Auf wie viel Kilo? 700? 750 zulässiges Gesamtgewicht. Die meisten lasten den auf 1000 Kilo. Ist auch noch ein
Leichtgewicht. Okay. Zuladung ungefähr, was hat er? Ja, dann hat er bis zu über 300 knapp. Ansonsten hättest du mickrige 50. Das reicht nicht, um die Spielsachen der Kinder mitzunehmen. Das ist eher so leerfahren und alles ins Auto reintun. Okay, jetzt hast du ja die 750 Kilo. Das ist ja die Grenze, die Leute, glaube ich, fahren dürfen ohne Führerschein, gell? Du darfst auch mehr fahren, bloß das zulässige Gesamtgewicht des PKWs und des Anhängers darf nicht mehr als 3,5 Tonnen sein. Das heißt, wenn der 1000 Kilo schwer ist, darf sein PKW mit 2,5 Tonnen noch fahren. Komm, wir tauschen mal gerade die Plätze. Ich gehe mal kurz da rein. Soll das Ganze mal weiter filmen, oder? Nee, ich setze mich mal kurz hier rein, dann haben wir nämlich einen etwas anderen Blick. Das wäre denn abends, du würdest... Nein, das geht nicht immer kennen. Es geht ja darum, dass ich den Christoph mal kurz sehen will. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das einzuführen? Weil das ist ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt. Viele Kommentare haben nämlich geschrieben, naja, die Qualität und wie das verarbeitet ist und so weiter. Aber bitte. Ja, gesehen habe ich ihn vor 4 Jahren in Istanbul auf einer Messe. Und Design fiel mir direkt und ich sprach hier mit Faruk. Ja. Der ist Innenarchitekt und segelt gern. Das sieht man auch an der ganzen Konzeption. Und vom Design her hat er, glaube ich, auch ein gutes Händchen gehabt. Also die Farben sind alle stimmig. Ja, definitiv. Und das Material ist sehr... Passt. Genau. Der Boden, aus was ist der Boden gefertigt? Der ist auch auf GFK und dann eine Holzplatte drauf. Ne? Und auch nochmal 30 mm XP-Schaum. Ist der winterfest? Der ist bedingt winterfest. Mhm, warum? Ja, ist ja die Definition, bis minus 40 Grad. Bis Nein, aber wenn es jetzt ein normaler deutscher Winter, der ist ja nur noch passt, bis plus 4 passt, Grad im letzten Jahr. Kein also Problem. Schnee hat man gar keinen, da kannst du im Winter mit rumfahren. Ne? Genau. So, jetzt haben wir eine besondere Heizung, die ich ja dieses Jahr mal zum Test bekomme. Die heißt wie, der Würfel? Ecomat 2000. Ecomat 2000, der ist optimal hierfür, oder? Der ist genau richtig, ja. Den stellst du mal da oben hin, der ist so groß wie... keine Ahnung, so Rittersport. Warte mal, da vorne ist er. Hast du ihn da? Ja, ich hole den mal gerade. Genau, wenn du mal kurz holst. Den stellst du einfach rein. Da ist aber jetzt drin eine Heizung auch? Nein, man kann wählen zwischen Elektroheizung oder, was wir sehr viel einbauen, ist eine Dieselheizung. Eine Dieselheizung. Kostet dann 1140 Euro von Webasto oder Ebersprecher. Gut, das ist total simpel. Eine Luft-Dieselheizung kennt man aus dem Profibereich. Genau. Offroad, da bist du ja auch schon mal unterwegs. Ja. Die ganze Fertigung, daneben ist so ein Holzteil mit dabei. Wie ist das gemacht? Ist das Schreinerqualität? Das ist Schreinerqualität. Kann ich dir sogar zeigen. Sag mal, hast du da? Indem man einfach mal hier aufmacht, da sieht man es. Das ist wirklich Handarbeit gewesen, oder? Pappelholz. Ja, sehr leicht. Oder hier drin auch. Ne? Also da ist ja kein Spaltmaß, was auf ein Zehntel Millimeter gefertigt ist. Da sind wir hier, glaube ich, falsch. Also das hier ist Handarbeit. Das ist Handarbeit, ja. Das ist von Hand bearbeitet. Ich glaube, die haben noch nicht mal so eine CNC-Maschine da, oder? Das kann ich nicht sagen. Also das habe ich jetzt noch nicht. Also das ist jetzt nicht schlimm, weil es sieht mir immer so aus, wenn du hier die Form siehst und allen drum und dran, dass das jetzt nicht jetzt eine Massenproduktion ist, sondern dass das wirklich, das ist der Ecomat. 2000, ja. 2000. Was kann das Ding? Das kann heizen. Ah ja. Und das ist richtig kräftig. Damit kannst du einen riesen Raum heizen. Und leise vor allem. Und leise. Der ist so leise und er hat Automatik. Das heißt, du kannst sagen, jetzt, gut, ist sehr warm hier drin. Guck mal, ob er angeht. Er stinkt nicht, das ist auch noch ein Vorteil. Also es ist wirklich, also jetzt ein normaler Heizlüfter oder so, der würde anfangen zu riechen und der riecht nicht. Ja, okay. Merkst du schon? Nee. Das sind 750 Watt. Ja. Der läuft jetzt auf 750 Watt. Das geht auch von so einer Lithium-Batterie. So viel kann man da auch mal rausziehen. Gut, das ist natürlich Frevel, aus einer Lithium-Batterie das zu machen. Aber ja, die unterwegs mal kurz. Geht aber. Das heißt, man eine Stunde aufheizen. Der wärmt mit 750 Watt und das ist richtig heiße Luft. Also das ist kein... Der ist ultra leise. Wenn der umfällt, es brennt direkt das ganze... Nee. Das ganze Ding brennt sofort, wie man sieht. Das schaltet natürlich ab. Schaltet ab. Und das sieht man jetzt auch richtig, dass das flirrt so die Hitze davor. Das Ding ist made in Germany? Ja, genau. Aber designed in Schweiz. So, da vorne steht jetzt Germany Voss Entlüftungsarmaturen GmbH in Kassel. Das erinnert mich früher noch an so Marken wie Deutz und so weiter. Das heißt, du stellst es drauf, der hat einen Filter mit drin, das ist auch sehr praktisch. Staubfilter, genau, weil wenn der Staub ansaugt, dann riecht das natürlich alles ein bisschen. Und du jetzt kannst läuft er dann auch direkt wieder weiter. Ja, was auch krass ist, bitte machen aus. Weil ich mach den jetzt aus, weil... Das ist schon warm genug. Sauna rausmachen.
Das ist so, das Ding ist so krass effizient, ja, dass du wirklich, sag mal, das heizen kannst, dann kommt es auch noch besser. Der hat so ein Sternchen mit drauf und das ist ziemlich genial für Wohnmobile. Ja, Frostwächter. Frostwächter. Ja, genau. Ja, das heißt, du kannst das Ding einfach reinstellen und der guckt, dass nichts einfriert, oder? Genau. Ja, ziemlich cool. Also nochmal ein bisschen Werbung gemacht für eine coole Firma. Der Mann heißt wie von Ecomar? Das ist der Herr Voss. Der Voss. So, genau. Also lieber Herr Voss, ich komme dich noch besuchen. Da haben wir eine Spüle. Ein Zweiflammen-Kochherd, also wie man das so kennt. Große Küche eigentlich dafür, dass wir ja nur rund 700 Kilo haben. Die ganze Verkleidung hier, das ist wirklich, das ist ganz edel, fühlt sich das an. Ne? Also von der Haptik her ist das sehr gemütlich. Viele Frauen kommen auch rein und sagen, das ist wie ein Puppenhaus. So ein kleines, weil wir sind ja auf einer ganz kleinen Fläche. Und da, okay, das ist zwar der größte unter den kleinen, aber... Aber geil sind die analogen Anzeigeinstrumente, also die du hier drin hast, weil das macht auch wirklich dieses Feeling, oder? Ja, das ist richtig. Also jetzt so ein Panel würde hier nicht aussehen. Und ich finde, das macht auch einfach Sinn, weil man es versteht. Ganz schnell, Einblick. Ja. So, Schränke unten bitte mal öffnen. Schnelldurchlauf, da hat man Schränke für Töpfe und so weiter. Da ist nichts. Nix irgendwie Pressholz oder irgendwas. Nein, das ist Pappelsperrholz, nehme ich an, oder? Ja, ja, es ist alles wunderschön. Jeder Platz ist da auch ausgenutzt. Auch hier Stauräume unter den Sitzen natürlich. Was ich cool finde, ist, wenn du jetzt ganz alleine unterwegs bist, das hier so als Mobile Home oder sowas nimmst, Office, dann hast du immer noch ein festes Bett, was du gar nicht umbauen musst, oder? Das ist der Vorteil. Das heißt, du kannst die Sitzgruppe richtig lassen. Der ist ja sensationell, der Wohnraum. Ist er neu, der Grundriss? Der Grundriss haben wir jetzt seit 2 Jahren. Ne? Okay. Ja, aber wir hatten den nie da. Ja. Aber jetzt haben wir den mal hier. Ich mach mal hier gerade ein Bett. Mhm. Wie? Das war zu schnell, nochmal. Das mag ich nicht, wenn du sowas so schnell... Wir haben dasselbe nochmal hinten. So, also da vorne ist ein Riegel, den schiebst du einfach rüber. Riegel, noch ein Riegel. So, ein fester Tisch. Ist fester Tisch. Jetzt machst du die 2 Riegel los. Einmal, zweimal. Und schon kann man hier ein Bett draus machen. Und zwar... Ganz viel drin, genau. Ich mach das einfach so. Hol mir... Dann nochmal das Teil hier. Das ist ja wie Tetris. Ja. Tetris. Genau, das ist Tetris. Warte, ich muss das so machen. So, passt. Das ist für One and a Half Man. Also für dich quasi. Warte mal, ich zähle. Okay, einen großen und einen kleinen, ne? Also wenn man also hier noch einen halben, wenn man hier noch einen halben dazu tut, dann sind das schon mal 2 Personen. So, jetzt machen wir eins. Wir machen jetzt mal die Simone drauf, dass wir vielleicht die etwas größere Person oben drauf machen. Ich nehme an, das ist die Treppe. Genau, das ist die Kindertreppe, genau. So, nur noch ein Schnulli kriegt sie noch und dann. Aber jetzt mal echt, das ist ja nicht nur für kleine Kinder gedacht, das ist für erwachsene Personen. 70 Kilo. Bis 70 Kilo. Und da Simone ja nur 40 wiegt. So ist es. So, das große. Kannst du das nochmal sagen? Simone wiegt nur 40 Kilogramm. So, Simone liegt schon da. So, die große Person nach oben, die kleine Person nach unten, wenn du mal bitte nach unten gehst. Genau, ich. Oh, das war viel zu viel Platz für mich. So, haben wir jetzt 2 Personen, die sind jetzt hier. Ich spüre gerade den Ecomar 2000, der eben noch da war. Das ist wirklich warm. Ich brauche nicht deine Lampe, weil ich kann hier selber... Ich hab nur so, also oben ist Simone, unten ist... ja, du weißt ja, der Janosch. Janosch. So, und ja, ziemlich cool. Jetzt kommt es aber noch besser. Großes Bad mit dabei. Hier Spiegel übrigens komplett von oben nach unten. Das ist Simones letztes Video. Die ist schon so... dass ihr am liebsten gehen würde. Das ist komplett GFK, oder wie? Das Bad? Ja, ja, das ist alles Kunststoff, ja genau. Und natürlich auch Toilette drin, die ist mittlerweile serienmäßig bei Carpenter. Warmes Wasser wird wie gemacht hier? Mit Feuer? Nein, es gibt natürlich optional auch Boiler und andere Systeme. Aber wenn man den jetzt nur im Sommer nutzt, dann ist halt Raumtemperatur meistens vollkommen ausreichend. Der hat einen 70 Liter Wassertank, wenn der sich ein bisschen aufwärmt. Also ich kann ja sagen, der ist morgens saukalt. Also wenn der ist ungefähr so kalt. Ja. Ja, es ist aber frisch. Also Boiler wird gehen. Boiler geht immer. So, also das Ding ist gaslos quasi, bis auf Kochen, oder? Genau. Ja. Dann kann man hier... Das Ausstelldach, da hat man noch einen schönen Ventilator nach innen oder nach außen, da wird das noch schön ausgesaugt. Okay. Ist auch serienmäßig, das Dachfenster. Da ist noch ein Schränkchen, sag mal. Ja, klar. Fein. So, jetzt Kühlschrank. Das ist die Minibar. Es gibt den natürlich den größeren. Kennst du ja aus dem anderen Video, vom letzten Mal, da haben wir auch größere. Dann hast du einen kleineren Kleiderschrank.
Das krass, überall, wo dieser Ecomat stand, ist hier mein Popo voll warm. Weil hey, nee, das ist die Lampe, glaube ich. Ist das die Lampe? Okay, ja. Oh, Schock. Ich habe mir gedacht, der Ecomat wär's. Oben drüber ein Kleiderschrank? Ja. Okay. Kleiderschrank drin. Und da sitzt der 70 Liter Wassertank. Hat 70 Liter Wassertank. Dahinter. Sag mal, Autarkie ist ja ein Thema heutzutage. Das heißt, die Leute sind unterwegs, ja, die wollen dann freistehen. Klar, wenn ich Steckdose habe, da geht alles. Ja. Aber ihr könnt die nachrüsten. Lithium, alles. Genau. Oder? Solar, egal. Kein Problem. Platz gibt's genug. Auch zum Nachrüsten. So ein Boiler oder Wechselrichter haben möchte. Wie man hier sehen kann, hier passt noch einiges. Da kannst du eine Batterie aussuchen sozusagen. Ladegerät ist dabei, Batterie. Ist immer optional, wie man es gerade haben möchte. Aber hier kann ich noch viele Komponenten einbauen. Mhm. Solar auf dem Dach. Ja. Die Design ist ja das Sensationelle eigentlich bei dem Wagen. Cool finde ich auch, dass man diese kleinen Fensterflächen hat. Das ist im Winter sehr gut, wenn die Sonne mal scheint. Da wird es auch mal ein bisschen warm. Gibt es aber auch extra Abdeckung für außen. Außen oder innen. Okay, ich denke mir auch. Das ist jetzt nicht zweifach verglast? Nein, ist das ist normales Polycarbonat. Was läuft an? Im Winter? Nee, nee, gar nicht. Okay. Gar nicht. Also bis jetzt kein Problem. Kein Problem gehabt. Wie so. Ist es jetzt, also wenn ich jetzt dieses Modell nehme und dann kann ich erstmal nicht mein Handy laden oder so, sondern ich kann eigentlich nur das Wasser erstmal verwenden, oder? Und kochen mit Gas. Richtig? Oder habt ihr jetzt auch schon Strom verbaut, sodass ich ja, 12 irgendwas... 12 Volt, kriegst du natürlich eine Batterie dabei, aber jetzt... Ach so. Da kannst du dein Handy laden über 12 Volt, das ist überhaupt kein Problem. USB-Anschluss hast du natürlich auch an Bord. Ohne externen Anschluss vom... Genau, also die Vorrichtung ist ja da und Batterie kriegt jeder dabei. Okay. So, und die Batterie ist dann dabei. Vielleicht sollten wir ihr dann mal kurz erklären, weil sie ist ja noch Newcamperin. So, also jeder Wohnwagen hat ja so einen kleinen Stromanschluss. Wenn du auf dem Campingplatz bist, steckst du es da rein, hast du Strom direkt drin wie zu Hause. Ja, genau. Okay, aber wenn du jetzt unterwegs bist, Wechselrichter. Ey! Die hat noch original vor 8 Tagen, haben wir gesagt, was ist ein Wechselrichter? Und dann hat sie gesagt, keine Ahnung. Und ja, jetzt doch, schon. Doch, wusste ich schon, aber ich konnte es dir nicht so gut erklären, wie du es mir erklären konntest. Und Lithium-Batterien, was können die besser als AGM? AGM sagt mir jetzt nichts. Okay. Als Bleigel? Auch nichts. Ja, wir lernen das noch. Ich denke, noch ca. 100 Videos. Sag mal, wenn Leute anfangen, neu im Campingbereich bei euch zu arbeiten, da gibt es tausende von Sachen, die man lernt oder so. Genau. Das geht nicht von heute auf morgen, oder? Das braucht seine Zeit. Ja. Ich könnte bei dir anfangen? Du gerne. Sofort. Sofort. Das weiß ich, guck mal gerade. So, zeig mal, was ist da oben? Die letzte kleine Ecke ist ausgenutzt. Hm? Warte mal, da kann man sogar reinfilmen. Okay. So, die Frage ist, wo ist das Dope versteckt? Das ist da irgendwo drin. Der Schrank ist es. Da das Gleiche. Ne? Okay, cool. Ich setze mich mal ganz kurz rein, dann filme ich mal in den Raum rein und dann wird uns nämlich der Janosch noch mal zeigen, hier vorne diese Sitzgruppe kannst du komplett umbauen zum Bett. Natürlich. Aber es ist eine ganz tolle Face-to-Face-Sitzgruppe und Janosch... Es sind sogar zwei, wie man eben gesehen hat. Wir haben ja zwei Face-to-Face-Sitzgruppen. Also hier, das ist schon ein Familienwohnwagen auf allerleichtestem Niveau. Also, was viel wichtiger ist, aber was ganz anderes. Wenn man den ganz alleine benutzt, ja, dann kannst du hier praktisch dein Büro kannst du ausbreiten mit allem drum und dran. Mhm. Und hinten kannst du schlafen. Also genau, ohne dass du viel. Vorhang zu und ja. Dann hast du dein Separé. So, dann machen wir zu den Vorhang bitte, Christoph. Also, ich kann auch. Christoph macht noch Videos von uns. Der Stalker, so ein bisschen ja, genau, für mich. Er stalkt uns, ja. Das mitten im Dreh. Ja, da vorne ist er. So, Vorhang. Hallo Christoph. Hallo. Grüß dich. Ja, und so. Dann sind die Kinder, da hat man ein eigenes Kinderzimmer, hier ein Elternschlafzimmer. Man ist dann vollkommen separiert von den Kindern. So, machen wir hier zu, da dass wir mal die Leute mal ausschließen. Unfug? Ja, die Kinder können dann Unfug machen, weil die Eltern ja hier nicht zugucken können. Und man hört nichts. Haben wir den schon gefilmt eigentlich denn hier? Den noch nicht, den 410 haben wir nicht gefilmt. Der ist viel zu groß. Wir haben den kleinen mal gefilmt, den etwas größeren. Haben wir gefilmt, den 360er, aber den 410 haben wir noch nie. Das ist ja ein riesen Familienwagen, Wohnwagen. Das so, das ist interessanterweise passt das genau, wenn man das so zuzieht, ja. Die Vorhänge. Genau. Ja. Und dann habe ich keinen schönen Panoramablick mehr hier. So, also da ist zu, das wäre jetzt abends zum Beispiel, wenn
So, da kann ich hier durchgucken. Die Form ist schon, ich glaube, du kannst damit nicht auf den Campingplatz fahren. Du bist da nie allein, oder? Ja, ein Kunde von mir erzählte, der kam hier auf die Messe mit dem 310er und seinem Kumpel. Die Leute gucken den an, weil der ja so dermaßen klein ist. Und die beiden sitzen dann in so einer Hundehütte. Sagt er, wir kennen uns schon seit 40 Jahren, deswegen geht das. Und der wiegt wie viel da drüben? Der wiegt rund 540 Kilo. Also gar nicht so viel weniger. Ich nehme an, das Fahrgestell wiegt da am meisten, oder? Alkohol, genau. Und so weiter. Aber da ist das halt noch alles Mögliche zu machen, dass man unter 750 Kilo Gesamtgewicht bleibt. Natürlich kann man den auch auflasten. Sind ja alle gebremst, die Anhänger. Und kleine Autos sind herzlich willkommen. So, ich geh mal auf und dann baust du mal. Die Frage der Fragen, was ist denn jetzt der Preis von diesem schönen Ding? Ja, der kostet noch keine 20.000 Euro. Ja. Nicht schlecht. Also, Simone hat zufälligerweise durch die Einnahmen der Dreharbeiten hier von dieser Messe... Schön wär's. Du hast noch gar nicht zu Ende geredet. Was solltest du sagen, Sven? 30.000 Euro? Nee. Also ist das nicht so, wenn du sagst, der kostet keine 20.000? Ey, das ist doch für viele Leute oder für die meisten Leute ist 20.000 Euro viel Geld. Wir sind hier auf dem Caravan-Salon. Und da kriegst du für 20.000 nichts mehr. Über Geld redet man ja mittlerweile hier gar nicht mehr. Jeder redet über Geld hier. Nein, über Geld redet hier keiner mehr, sondern nur noch über Lieferbarkeit. Stimmt. Ach so. Das heißt, das Geld brauche ich nicht, oder? Ja, weil die meisten Hersteller bekommen eine Unterschrift und wenn er dann in zwei, drei Monaten oder im halben Jahr geliefert wird, dann muss man auch die Preiserhöhung mitbezahlen. Das ist ja die große Diskussion hier zurzeit. Und bei dir ist das natürlich nicht so. Wir machen sowas, eine Unterschrift, ein Mann, ein Wort, eine Zahl und die bleibt auch stehen, bis das Fahrzeug geliefert ist. Und wenn der Hersteller was vom Preis her anhebt, dann müssen wir dafür ja gerade stehen. Ja. Und nicht der Kunde. Also das finde ich sehr. Sagt Janosch, wenn du dich jetzt mal lang machst bitte und deinen Job machst, das wäre ganz lieb. Wie soll ich mich denn lang machen? Ich bin doch so kurz. Stimmt. Geh mal rein. Ehebett. Du hast eine Frau, oder? Ja, natürlich. So, du hast auch einen Hund. Einen Hund. Ich habe auch eine Katze. So, da könnten zwei Leute liegen, locker, oder? Ja, klar. Logisch. So, Baby auch noch. Ist der Schlafkomfort, wenn man hier so, ich sag mal, solche Puzzleteile hat, ist das gut? Beschissen. Was denn jetzt? Ja, beschissen, sag ich doch, du hast ja gefragt. Ehrlich gesagt, so könnte ich nicht schlafen. Ich müsste mir natürlich so einen Topper zurechtschneiden. Aber sagen wir mal so, mit 20 hätte ich hier locker schlafen können. Aber ich bin ja Mitte 50 und dann kannst du nicht mehr so... Topper geht, das ist kein Problem. Topper geht. Dann, also unbedingt empfehlenswert. Ja, auf jeden Fall. Also hier die Ritzen, irgendwann hängst du da drin und denkst dir, ist das denn nötig? Also ganz ehrlich gesagt, für ganz junge Leute, also für Kinder, die liegen da und tut nicht weh. Aber ich habe auch früher im Fiat Panda übernachtet. Das hat auch nicht weh getan. Heute müsste ich dann zum Physiotherapeuten. Sehr schön, dann bauen wir zurück. Bitte. So, Simone, ich würde dich jetzt verabschieden. Ich wünsche dir noch alles Gute. Wir sehen uns morgen um 10, damit du auch noch frühstücken kannst. Denn die Simone hat ein geiles Hotel, ja. Da ist der Frühstücksraum, der macht erst um 9 Uhr auf. Nee, es gibt keinen Frühstücksraum. Es gibt keinen Frühstücksraum. Du musst zum Café laufen und das Café macht um 9 Uhr auf. Richtig. Und dann habe ich gesagt, ey Simone, komm, lass uns doch mal um 8 Uhr anfangen. Da sagt sie, nö, da kriege ich kein Frühstück. Tschüss Simone, ich wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute und bis morgen. So, wo kann man das denn kaufen? Wenn ich jetzt hier so, und komm, wir gehen mal raus, wir gucken uns das nochmal an, wie die Simone wegläuft. Tasche holen. Drüben am Stand, gell? Ciao. Ciao. Tschüss. Wenn ich es haben will, ihr seid in Königswinter, kann man da auch Probe fahren? Natürlich kann man da auch Probe fahren. So, dann machen wir noch einen Schnelldurchlauf. Hier vorne ist der kleine. Der 360, der kleinere Familienwohnwagen mit Stockbetten. Er ist halt etwas schmaler, etwas handlicher dadurch, aber auch etwas flacher. Aber auch für mich auch locker mal eben Stehhöhe, ne? So, für ihn ist es Stehhöhe. Locker mal. Dann der 310er, das ist der ganz kleine? Das ist der ganz kleine, den kennen wir auch noch aus deinem Video. If you could please move a little bit, that I can see this Kleinod better. So, der 310er ist hier, denn die werden in der Türkei gebaut, die sprechen Englisch, oder? Ja, alle? Der Chef ist auch hier. Wer? Der? Ja, hi! Hello!
I love your car runs because they are Thank beautiful. I make the gag of him all the time because he is so small and he can use it very often. But it's very nice to see what's happening in Turkey because you are really good craftsman, isn't it? Thank you very much. Thank you very much. And the design is unique, isn't it? Yes. Okay. Unique and light. Is this the reason why they put you in the last corner here in this hall? Yes. Okay, so sehr gut. Dann gucken wir mal rein. Geh mal rein. Das ist ja so ein ganz, ganz kleiner mit einer Länge von 3,10 Meter. Also wenn man den mit einem kleinen Fiat zieht, überhaupt keine Probleme. Und sieht natürlich auch cool aus. Hier ist eine Heckküche. Eigentlich alles, was man braucht für zwei Personen. 15.890 Euro steht auch auf Alko. Du, Christoph, mein Arm fällt gleich ab. Ich muss Schluss machen. Ich danke dir recht herzlich. Ja, ich komme zu euch nach Königswinter. Wir holen die Kabine noch ab. Aber ganz ehrlich, das ist ja ein richtiger Designwohnwagen. Und wer auf Design steht, der kommt da nicht rum. Der kommt nicht rum. Staukastenklimaanlage ginge. Geht. Ja, also oder oben sagt, drauf. Geht auch. Ich kann mir vorstellen, wenn da echt die Sonne brezelt, ja, dann wird es da schon warm drin, oder? Am besten dann draußen hinsetzen. Draußen? Was hast du gesagt? Ja, am besten draußen hinsetzen. Wenn die Sonne drin brezelt, dann setze ich mich draußen hin. So, vielen Dank fürs Einschalten. Also, der Laden heißt Müller EK. Müller Motors in Königswinter. Aber ich finde es immer, wenn ich google, gebe ich immer einen Müller E.K. Ja. Und dann den Ort noch, das ist wo? Königswinter. In Königswinter, dann kommt ihr drauf und du bist natürlich Christoph Müller und ihr könnt das Ganze googeln und da kriegt ihr die tollen Carpento-Wohnwagen in Königswinter, könnt die Probe fahren. Sind da stets welche da bei euch? Ja. Super. Danke fürs Einschalten. Karaman Salon, 1. September. Tschüss.